Hallo, in diesem Video erkläre ich, wie Fluoreszenz und Phosphoreszenz funktioniert. Warum leuchtet ein weißes T-Shirt bei Schwarzlicht und wie kommt es zum Nachleuchten eines Uhrenziffernblatts? Und am Ende des Videos zeige ich auch, wie man Licht sogar einfrieren kann. Los geht's! Das Ganze hängt mit dem Aufbau der Atome zusammen. Atome bestehen im Innern aus einem Atomkern. Darum gibt es mehrere Elektronenschalen und auf diesen Schalen sitzen die Elektronen. Die Elektronen sitzen zunächst auf der innersten möglichen Schale, weil sie dort die niedrigste Energie haben. Je weiter draußen sich die Elektronen befinden, desto höher ist ihre Energie. Das heißt, jeder Schale entspricht ein Energieniveau. Da die Elektronen nur auf bestimmten Schalen Platz nehmen können, können sie auch nur eine bestimmte Energie besitzen. Schauen wir uns das Ganze in einer Vergrößerung an. Nach oben aufgetragen ist die Energieskala und hier haben wir die Niveaus, auf denen die einzelnen Elektronen sich befinden. Soll sich ein Elektron von einem Niveau auf das nächste bewegen, so ist eine gewisse Energiedifferenz nötig, die genau dem Energieunterschied dieses Niveaus entspricht. Im atomaren Bereich werden Energien in der Einheit Elektronenvolt EV gemessen. Nehmen wir an, dieser Abstand hier entspricht einer Energiedifferenz zwischen dem zweiten und dem ersten Niveau von 3 Elektronenvolt. Und der Unterschied zwischen dem ersten und dem dritten Niveau sei 3,5 Elektronenvolt. Was passiert nun bei einer Fluoreszenz? Hierbei kommt zunächst Licht in dieses Atom. Wir nehmen an, dass es Schwarzlicht ist, also wie in der Disco, das ist sehr UV-reiches Licht. Und dieses Licht hat eine Wellenlänge Lambda von 350 Nanometer. Das ist im nicht sichtbaren Bereich, also unser Auge kann dieses UV-Licht nicht wahrnehmen. Dieses kurzwellige Licht hat eine relativ hohe Energie, man sagt die Photonenenergie, HC durch die Wellenlänge Lambda, beträgt angenommen 3,5 eV. Dies ist nun zufällig genau die Energie, die nötig ist, um dieses Elektron von der ersten auf das dritte Niveau hochzuheben. Sobald also diese Energien gleich sind, ist es möglich, dass das Elektron die Energie aus diesem Photon aufnimmt und dadurch in das dritte Energieniveau hochspringt. Man sagt, das Elektron wird angeregt und das Photon wird absorbiert. Das Elektron wird aber nicht lange auf diesem hohen Energieniveau bleiben. Es ist immer bestrebt, wieder den niedrigsten energetischen Zustand anzunehmen. Es kann also entweder auf das unterste Niveau zurückfallen oder, andere Möglichkeit, auf das zweite Energieniveau. Hierbei wird nun genau diese Energiedifferenz von 0,5 Elektronenvolt abgegeben. Das entspricht auch wieder einer Strahlung mit einer Wellenlänge von 2500 Nanometer. Das ist Infrarot, also im Wärmebereich. Hierbei wird kein Licht abgegeben, sondern Wärmestrahlung. Aber auch auf diesem Energieniveau wird das Elektron nicht lange verbleiben. Es ist immer bestrebt, den günstigsten Energiezustand anzunehmen. Es wird also herunterfallen und nun diese Energiedifferenz E2-E1 von 3 Elektronenvolt abgeben. Diese Energie entspricht aber einer Lichtwellenlänge von 413 Nanometer. Das ist also blaues Licht. Insgesamt haben wir damit folgenden Ablauf. Die Energie aus dem UV-Licht wird aufgenommen. Das Elektron geht auf das dritte Energieniveau, fällt auf das zweite Niveau zurück, dabei wird Wärmestrahlung abgegeben. Und danach fällt das Elektron weiter auf das erste Energieniveau und dabei wird sichtbares Licht, zum Beispiel blaues Licht, abgegeben. Es findet also eine Umwandlung von UV-Licht in sichtbares Licht statt. Das ist die Erklärung dafür, dass ein weißes T-Shirt unter Schwarzlicht, UV-Licht vielleicht in der Disco, blau leuchtet. Das UV-Licht wird in Wärme und Licht umgewandelt. Dieser Effekt tritt nicht nur bei Schwarzlicht auf, sondern auch bei sichtbarem weißem Licht. Weißes Licht ist ja nichts anderes als eine Mischung aus verschiedenen Farben, die sich aus Blau, Rot und Grün zusammensetzen. Das blaue Licht wird dabei verstärkt,
indem der UV-Anteil des einfallenden Lichts in Blau umgewandelt wird. Und diesen hohen Blauanteil nimmt man als besonders helles Weiß dann wahr. Fluoreszenz muss nicht unbedingt blaues Licht erzeugen. Es gibt auch Flüssigkeiten, die ihr alle kennt, die einen besonders hohen Gelbanteil emittieren. Als nächstes zeige ich euch die Phosphoreszenz. Das ist das Nachleuchten, das man von manchen Uhrenzifferblättern im Dunkeln kennt. Auch hier haben wir wieder unsere Energieniveaus, an denen mindestens drei Niveaus beteiligt sind. Wenn nun Licht einfällt und die Energiedifferenz zwischen dem dritten und dem ersten Niveau gerade dem einfallenden Licht entspricht, kann dieses Photon absorbiert werden. Das Elektron wird angeregt und fällt dann auf den zweiten Zustand zurück. Dabei wird die Energie wieder als Wärme abgegeben. Gleicher Ablauf wie vorhin bei der Fluoreszenz, nur mit dem Unterschied, dass dieses zweite Niveau ein sogenannter metastabiler Zustand ist. Das heißt, das Elektron kann diesen Zustand hier nicht verlassen, nur mit einer sehr großen Halbwertszeit, die im Bereich von Stunden liegt. Das Elektron bleibt vorerst hier liegen. Und erst nach einer längeren Zeit passiert es, dass das Elektron von diesem Zustand in das erste Niveau zurückfällt und dann erst das Licht abgibt. Ich habe diese Energiedifferenz hier bewusst etwas kleiner gezeichnet als im vorigen Beispiel, mit dem Ergebnis, dass hier kein blaues Licht, sondern nur grünes Licht emittiert wird. Denn dies entspricht diesem euch bekannten Effekt von einem grün leuchtenden Uhrenzifferblatt. Und diesen Effekt nennt man dann die Phosphoreszenz. Nun wäre noch interessant zu klären, woher denn dieser metastabile Zustand kommt. Um dies zu erklären, müssen wir uns eine weitere Eigenschaft der Elektronen anschauen, den sogenannten Spin. Das kann man sich vorstellen wie ein Eigendrehimpuls des Elektrons um die eigene Achse. Je nach Drehrichtung des Elektrons kann dieser Spin entweder nach oben zeigen oder nach unten. Und nach dem sogenannten Pauli-Prinzip können sich auf einem Energieniveau nur Elektronen mit unterschiedlichen Spins befinden. Zunächst wird also dieses Elektron auf das dritte Niveau angeregt durch das äußere Licht. Nun kann es passieren, dass auf diesem Energieniveau, das im Atom ja auf einer relativ weit außen liegenden Bahn liegt, eine äußere Störung entsteht. Und zwar haben die Elektronen auf den äußeren Elektronenbahnen einen Drehimpuls um den ganzen Atomkern herum und dadurch entsteht ein Magnetfeld. Und dieses Magnetfeld der Bahn kann mit dem Magnetfeld dieses Spins, dieser Eigenrotation hier, wechselwirken. Das nennt man die Spin-Bahn-Kopplung. Durch diese Wechselwirkung kann es passieren, dass dieser Spin hier in seine Richtung umklappt. Und dadurch kann das Elektron auf die zweite Energieschale zurückfallen. Nun hat dieses Elektron mit dem Spin-Down aber ein Problem, denn es kann nicht mehr weiter auf die erste Schale runterfallen, weil hier schon ein weiteres Elektron mit Spin nach unten vorhanden ist. Nach dem Pauli-Prinzip ist der Übergang von E2 nach E1 damit verboten, denn dieser Zustand ist schon besetzt. Man nennt dies nun einen metastabilen Zustand. Metastabil heißt so viel wie fast stabil. Das Elektron kommt hier nicht mehr weg. Diesem Elektron hier kann nur noch eine weitere Störung helfen, die seinen Spin erneut umklappt. Also nochmal eine Spin-Bahn-Kopplung stattfindet. Die ist auf diesem weiter innen gelegenen Energieniveau jedoch unwahrscheinlicher als hier oben, sodass es Stunden dauern kann, bis hier eine solche Störung stattfindet. Irgendwann ist es dann soweit, dass dieser Spin umklappt und das Elektron hier runterfallen kann. Die Energiedifferenz ist dann das Nachleuchten, das wir auf dem Uhrenzifferblatt sehen können. Und nun kommen wir noch zu einer spannenden Frage. Kann man Licht einfrieren? Sozusagen für später aufheben und irgendwann auch mal wieder auftauen? Ja, sowas gibt es auch. Erst vor kurzem wurde ein solcher Effekt entdeckt, der nennt sich die verzögerte Fluoreszenz und der funktioniert folgendermaßen. Auch hier befinden sich die Elektronen auf dem untersten Energieniveau. Ein Elektron wird durch einfallendes Licht angeregt,
geht auf das dritte Energieniveau, fällt von dort auf ein zweites Energieniveau zurück, das relativ dicht beim dritten daneben liegt. Auch hier wird diese relativ kleine Energiedifferenz als Wärmestrahlung abgegeben. Auf diesem Niveau hat das Elektron wieder einen metastabilen Zustand, kann also nicht ohne weiteres auf das erste Niveau zurückfallen. Jedoch gibt es hier eine weitere Möglichkeit, indem wir erneut Wärme einstrahlen, kann nämlich das Elektron wieder auf das dritte Energieniveau angehoben werden und von dort wieder auf das erste zurückfallen. Dabei wird diese Energiedifferenz als Licht abgegeben und das kann durchaus mit einer zeitlichen Verzögerung geschehen. Insgesamt haben wir also folgenden Ablauf: Licht fällt ein, Elektron wird angeheben, geht auf ein zweites Zwischenniveau, von dem es nicht weiter kann. Durch Wärmeeinstrahlung kann es aus diesem aber wieder befreit werden und verzögert sein Licht wieder abgeben mit der gleichen Frequenz wie das eingefallene Licht. Dieser Effekt ist ziemlich neu und zurzeit werden gerade organische Materialien entwickelt, die diesen Effekt versuchen auszunutzen. Okay.